So, jetzt ist es also soweit. Liebe Lehrabschliessenden, ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich zu dem Abschluss, den wir heute am Feiern sind. Ich nehme an, alle, die jetzt zuschauen, haben auch bestanden. Mein Name ist Claudio Zuccolini, ich bin Komiker von Beruf und ja, ich werde gleich zwei, drei ernste Worte neu richten. Jetzt fährt nämlich der Ernst vom Leben an. Jetzt habt ihr zwar etwas im Sack, aber jetzt fährt der Ernst vom Leben an. Der fährt übrigens immer wieder an. Also irgendwann wird der Hochzeit anstehen, das ist der nächste Ernst vom Leben. Irgendwann gibt es vielleicht Kinder, das ist nochmal Ernst vom Leben. Aber das macht es auch spannend. Auf jeden Fall, machen etwas aus eurem Abschluss. Nicht, dass ihr am Schluss noch so endet wie ich. Als Komiker und am Abend müsst ihr Witz erzählen. Aber es ist auch nicht so schlecht, wenn es läuft. Aber ich weiss, euch läuft es. Es geht jetzt weiter. Bleiben gesund, feiernd, sofern ihr könnt, in welchem Rahmen auch immer. Einfach immer den Abstand beibehalten. Gell? Alles, alles Gute, bleiben gesund. Tschüss zusammen. Hier ist der Marc Wieser vom HCD und ich möchte euch an dieser Stelle recht herzlich zu der Lehrabschlussprüfung gratulieren. Es ist so wichtig, dass es von euch ganz viel gibt, haben wir gemerkt in letzter Zeit. Und ja, gute Feier noch und habt Spass. Ciao zusammen, das ist Dino Wieser. Gratuliere euch herzlich zu eurem Abschluss von eurer Lehre. Und bin euch sehr dankbar, man sieht in dieser schwierigen Zeit, wie wichtig eure Berufe sind. Hallo miteinander, hier ist André Sambiel. Ich möchte euch ganz herzlich gratulieren zur bestandenen Lehrabschlussprüfung. Der erste Teil habt ihr jetzt geschafft und wünsche auch euch weiterhin alles Gute für den nächsten oder den zweiten Schritt. Und ja, jetzt sehr Berufswelt ankommen. Ja, wir sind froh, es gibt so viel von euch. Danke vielmals, macht es gut, tschüss. Ihr habt es geschafft. Herzliche Gratulation an alle Absolventinnen und Absolventen von der Lehrabschlussprüfung am Kantonsspital Graubünden. Wir sind im Fall unglaublich stolz auf euch. Also mit mir meinen wir im Fall einmal die Leute, die dort sind und dort hin und dort, alle dort, wo wir herumstehen. Aber mit uns meine ich natürlich auch Breitbild, also mich. Der Wally. Super gemacht. Gratuliere und alles Gute. Der Tom. Well done, congrats. Und der André. Voll gut gemacht. Gratuliere. Wie ihr seht, sind wir auch Physical Distance in der Band, weil wir wollen auch alle gesund bleiben. Wir wollen niemanden anstecken, wir wollen unsere Liebsten nicht anstecken. Und vor allem, wenn wir einfach nicht das Irmoren auf vier Köpfe für uns auch noch schauen im Spital. Weil ihr habt so viel machen in der letzten Zeit. Ihr müsst lernen, ihr seid in der Schule gewesen, ihr habt auch noch arbeiten. Und ihr müsst unhuere gut sein in all dem, damit ihr die LAP im Sack habt. Und jetzt haben wir sie im Sack und das könnt ihr euch im Fall gross auf die Fahne schreiben. Da sind wir wirklich unglaublich stolz auf euch und haben massiv viel Respekt für das. Weil, sind wir mal ehrlich, in dem Betrieb, den ihr arbeitet, habt ihr garantiert in der letzten Zeit wegen dieser Pandemie doch ein bisschen mehr Stress gehabt, wahrscheinlich als ganz viele andere Leute. Und darum habt ihr unseren allergrössten Respekt. Geniessen jetzt euren Abend. Nehmen am Apero 1-2, stoßen auf euch. Ihr habt es verdient. Bleiben vor allem gesund, weil wir brauchen euch noch. Wir brauchen euch im Spital, wir brauchen euch ums Spital und wir wollen, dass ihr alle gesund und munter bleiben. Man sieht sich sicher irgendwann einmal und bis dann alles, alles Gute und geniessen es. Liebe Lehrabsolventen vom Kantonsspital Graubünden, ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem Lehrabschluss. Wir können leider live nicht bei euch sein, aber ich bin übrigens der Matt von 77 Bombay Street. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg in Zukunft. Tschüss zusammen. Liebe Absolventen, ich gratuliere euch von Herzen zu eurem Abschluss. Mein Name ist Erwin Jans. Ihr kennt ganz sicher meine Rockband 11 AM. Bury me in your soul. Let me slowly lose control. Kennt ihr nicht? Ah, aber ich bin mir sicher, ihr habt meine Hitshow One Hit Wonder in der Postremise gesehen. Auch nicht? Okay. Ich habe einmal bei Bündner Fleisch Gitarre gespielt. Ich, das nicht du. Ich, das nicht du. Lässig. Kennen ihr auch nicht? Ihr macht mich fertig.
Okay, aber ich habe einmal eine Medaille am Sporttag in der Primarschule gewonnen. Wissen wir was? Lassen wir es einfach. Aber wenn ich euch einen kleinen Tipp noch auf den Weg mitgeben darf, dann wäre das Carpe Diem. Das heisst so viel wie nutze den Tag und es geht einfach sehr schnell. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, dann fragen eure Eltern, die können jetzt nicken im Saal, wenn sie verstanden sind. Gestern sind wir noch so klein gewesen und heute sind wir schon an eurem Abschluss. Die Zeit, die rennt. Und darum machen unbedingt das Beste daraus. Und schauen doch einmal Cotton Candy Girl auf YouTube, wenn ihr es nicht kennt. Es lohnt sich. Tschüss! Cotton, 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 Cotton. Hey, herzliche Gratulation zu der abgeschlossenen Berufsausbildung. Well done, ich bin Mona Fett, Schweizer Fernsehen und bin gerade unterwegs. Aber ihr habt schon ein erstes ganz grosses Ziel erreicht und zu dem möchte ich euch von Herzen gratulieren. Und ich glaube, wenn ihr den Rest von eurem Berufsleben genauso rockt, wie ihr das gerockt habt, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Weil euer Job, der ist richtig wichtig. Merci vielmals, dass ihr ihn macht. Und heute Abend lasst ihr euch jetzt erst einmal so richtig feiern, weil jawohl, das habt ihr verdient.